Saftiges Angusfilet und leckeres Hochlandrind. Diese Filetstücke haben Hochprozentiges in sich und kommen aus dem hohen Norden. Schottisches Fleisch ist das Beste der Welt. Eine gewagte Behauptung. Aber der Mann, der das sagt, ist kein Schotte, sondern Waliser. Hoch oben in den schottischen Highlands kochen Graham Harvey und seine Lebensgefährtin Sheila McConaughey im eigenen Restaurant. Das Craganmill ist für seine Whiskyküche über die Grenzen Schottlands hinaus bekannt. 40 verschiedene Whiskys gehören zum kulinarischen Schatz. Jeder einzelne ein Single Malt. Das heißt, der Whisky kommt aus einer einzigen Brennerei und ist kein Verschnitt mehrerer Whiskysorten. Und das schmeckt man. Single Malts haben mehr Charakter als Blended Whiskys. Es gibt so viele verschiedene Single Malts, so haben wir zum Kochen eine fast unendliche Vielfalt an Aromen. Daher tüftelt das Kochduo immer wieder an neuen Rezeptideen und immer ist Whisky im Spiel. Er soll Fleisch, Fisch und Desserts ganz speziell verfeinern. Und so gehören schottisches Hochland und Angusrind zusammen mit Whisky-Aromen ganz klar auf den Teller. Zum Beispiel als Scotch Boeuf. Das ist schottisches Rind mit einer edlen Whisky-Soße. Ihr Geheimrezept dafür, sie räuchern das Fleisch. Wenn das Wetter es in Schottland zulässt, auch gerne unter freiem Himmel. Zum Räuchern legt Graham ein Blech mit Alufolie aus. Darauf kommt eine Lage Holzspäne alter Whiskyfässer. Darüber noch einmal Alufolie. Durch das Räuchern mit Eichenholzspänen erhält das Fleisch außen einen leckeren, süß-bitteren Geschmack. Und so kommt das Filet vom Angus und das Hochlandrind auf den vorbereiteten Rost und gart 8 Minuten über den Spänen. Doch das sind keine x-beliebigen Holzspäne, es müssen Späne von alten Whiskyfässern sein. Einmal im Monat holen Graham und Sheila in der Böttcherei von Speyside die Späne selbst ab. Dort werden nach altem Handwerk Whiskyfässer aus Eichenholz gefertigt. Das ist eine laute und gefährlich feurige Angelegenheit. 300 Fässer produzieren die Böttcher pro Tag und das nach alter Tradition in Handarbeit. Denn das perfekte Holzfass ist entscheidend für die Aromen eines guten Whiskys. Das Fass ist über 90% für den Charakter des Whiskys zuständig. Es erlaubt den Whisky-Aromen sich zu vermischen und einen komplexen Charakter zu entwickeln. Die Aromen kommen aus dem Holz, denn Holz ist porös und dadurch kommt Sauerstoff ins Fass. Das verändert auch nochmal das Aroma. Die meisten Fässer sind gar nicht neu, sondern hatten schon ein Leben als Bourbon- oder Sherryfass. Und auch das hat Einfluss auf den Geschmack. Beim Bourbon schmeckt man die Eiche, Vanille und Gewürze. Bei einem Sherryfass hat man den Geschmack nach herbstlichen Früchten, Honig oder einfach eine leichte Sherry-Note. Darin liegt auch das Geheimnis der Späne, mit denen Graham sein perfektes Scotch Boeuf aromatisiert. Die Filets sind nach 8 Minuten auf dem Rost fertig geräuchert. In ordentliche Portionen geschnitten, kommt das Fleisch noch einmal kurz in die Pfanne und wird dort nicht mehr bewegt. Manchmal siehst du Köche, die die Pfanne wie wild schütteln. Mach das nicht. Der Zucker soll aus dem Fleisch kommen und es karamellisieren. Sobald das Fleisch in der Pfanne ist, lässt du die Finger davon. Nicht ständig hochnehmen und schauen, ob es gut ist. Für 4 bis 5 Minuten wird das Fleisch auf jeder Seite gebraten. Zum saftigen schottischen Filet gibt es eine spezielle Soße aus Fleischbrühe, Wein, Pilzen, Gewürzen und natürlich auch Whisky. Doch wie viel Whisky kommt in die Soße? Wie viel? Das ist ein Erfahrungswert. Für diese Menge reicht ein Esslöffel voll Whisky. 10 Milliliter für eine Person pro Soße. Woher weiß Graham, welcher Whisky zu welchem Fleisch passt? Am besten schnupperst du, probierst einen Schluck und lässt dir vom Whisky helfen, zu entscheiden, mit welchem Produkt er gekocht werden möchte.
Probier ein bisschen Whisky mit dem Produkt und schau, ob das passt. Wenn ja, dann leg los und koch damit. Graham verlässt sich also auf seine Nase. Der Rest ist Inspiration. Und dann kann angerichtet werden. Schottische Filets vom Angus und Hochlandrind, Scotch Burf geräuchert über Whiskyspänen. Angus und Hochlandrind eignen sich aber auch für feines Carpaccio. Dafür werden die Filets nicht geräuchert, sondern ganz anders behandelt. Immer das Fleisch ölen und nicht die Pfanne. Wenn du das Öl aufs Fleisch machst, bekommen wir ein schön karamellisiertes, aber auf gar keinen Fall verbranntes Fleisch. Diesmal wird das Fleisch nur kurz angebraten. Durch sogenannte Röstaromen entwickelt sich ein feiner Geschmack. Dadurch erhält das Carpaccio einen knusprig leckeren Rand, während das Innen sehr zart bleibt. Bevor das Fleisch in hauchdünne Streifen geschnitten werden kann, muss es aber noch ruhen. Ungefähr so die Hälfte der Kochzeit. Dadurch entspannen sich die Fasern und das Fleisch wird sehr viel zarter. Danach wird das Fleisch fürs Carpaccio in hauchdünne Scheiben geschnitten. Dazu passt eher Gin statt Whisky und der steckt in einem Vogelbeeren-Gin-Gelee. Auch der Gin stammt aus der Region, von einer Brennerei in den schottischen Highlands. Er macht am Ende das i-Tüpfelchen aus. Wir wollen einen Gegensatz herausarbeiten. Das Gelee ist ein guter Kontrast und das passt hervorragend mit dem Gin. Woher kommt eigentlich das saftige Fleisch für die hochprozentigen kulinarischen Ideen? Auch direkt aus den schottischen Highlands. Die zotteligen Gesellen mit den riesigen Hörnern sind jedem Schottland-Touristen bekannt. Highland-Rinder sind robust und leben das gesamte Jahr im Freien. Durch diese Haltung sind die Tiere gesund, wachsen artgerecht auf und haben weniger Fett als andere Rinderrassen. Das macht das Fleisch begehrt. Die Struktur des Highland-Rindes ist wundervoll fein. Das hat mit dem Schlachtalter zu tun. Die Tiere leben in dieser tollen Umgebung und ernähren sich natürlich. Von Gras und Heu, mehr nicht. Aber nicht nur Highland-Rinder, auch Angus-Rinder gehören zu den Lieblingen der Whisky-Köche. Die Tiere sind rabenschwarz und eine adlige Delikatesse. Sie kommen aus der ältesten Aberdeen-Angus-Herde der Welt und grasen im Sommer direkt neben dem Schloss von Ball in the Lock. Und das ist bekannt als die Perle des Nordens. An einem herrschaftlichen Ort gibt es natürlich auch für den tierischen Adel etwas Besonderes. Gefüttert werden die Angus-Rinder nämlich mit Nebenprodukten, die bei der Whisky-Herstellung entstehen. Doch nur aus einer von mehr als über 50 Brennereien in Schottland kommt das whiskyhaltige Futter für die Rinder. Die Brennerei Glenfarclas produziert beim Brennen von Whisky das tierische Futter, sogenannten Treber. Wir sind hier am Maischebottich. Hier wird die Gerste mit heißem Wasser gemischt, damit der Zucker aus der Gerste tritt, um daraus Malz zu produzieren. Die Nebenprodukte von dem Prozess, die Treber, werden dann als süßes, nahrhaftes und natürliches Rinderfutter benutzt. An diesem Punkt im Brauprozess ist noch kein Alkohol produziert worden. Die Treber sind also alkoholfrei und die Rinder werden nicht betrunken. Exquisite Nahrung für die adligen Rinder und das hat seinen Preis. Angusfilet kostet 42 Euro das Kilo. Hochland-Rinderfilet gibt es schon für 16 Euro. Beides sind Favoriten von Graham und Sheila. Wie man sieht, ist das Hochlandrind etwas dunkler und fester, weil es länger und langsamer gereift ist. Das Aberdeen Angus Filet ist etwas ganz Besonderes. Beide Fleischsorten verarbeiten die Whiskyköche auch oft gemeinsam, im Tartar zum Beispiel. Dafür bleibt das Fleisch roh, wird fein in kleine Würfel geschnitten, mit Schalotten, Pfeffer, Meersalz und Kapern gewürzt. Zum Schluss darf natürlich das Eigelb nicht fehlen. Doch wo bleibt nun der Whisky? Der wird diesmal im Glas serviert. Zum Tartar passt ein 15 Jahre alter Glenfarclas. Der hat so eine süße Note, die schön zum Fleisch passt und einen würzigen Abgang hat. Super für Rind oder Lamm. Auf ihr Whisky-Gespür können sich Graham und Sheila verlassen. Kann beim Kochen mit Whisky etwas schiefgehen? Eigentlich ist es nur, dass man den falschen Whisky auswählt. Oder zu viel dazu gibt. Nur ein bisschen Whisky dazugeben, abschmecken, ein bisschen mehr dazugeben. Den Whisky im Nachhinein wieder rauszubekommen, ist schwer.
Das passiert Graham und Sheila natürlich nicht mehr. Nicht umsonst machen sie weltweit ihren Namen als Whisky-Botschafter alle Ehre. Aber am liebsten kochen und experimentieren sie immer noch hoch oben in ihrer kulinarischen Wahlheimat, den schottischen Highlands.